eine Heilung. Das tötet die Bakterien, was in der Auge ist und verhindert, dass man blind wird. Mit dieser Absicht soll man das machen. Aber dass man dann Augen, wie heißt man auf Deutsch das? Auf, genau, und dann so rumläuft, das ist nicht vom Sunnah. Das haben viele falsch gesehen und das machen speziell die Jamaat Tabligh. Habt ihr vielleicht gesehen, die Pakistaner, nicht falsch gegen Pakistaner, sondern halt gibt es von diesen Leuten, pakistanischen Brüdern und Indiern, die halt angeblich das Sunnah denken und die laufen halt mit schminkenden Augen rum, mit Turban und das ist nicht von Sunnah. Beides ist nicht von Sunnah, sondern der Prophet sallallahu hat das nur in der Nacht gemacht, als Vorbeugung gegen Blindheit. Denn im arabischen Raum, speziell in den Golfstaaten, ist sehr bekannt, dort viele passieren Fehlgeburte und bei den vielen Fehlgeburten kommen die Kinder blind. Die meisten Gelehrten sind auch in Saudi-Arabien blind durch diese Krankheiten, was dort vorhanden ist. Deswegen ist das eine Vorbeugung für den Person, dass er abends, bevor er schläft, von diesem Erde auf sein Auge tut und dann, wenn er aufwacht, soll er das dann waschen. Aber dass man jetzt so eine schwarze Farbe nimmt oder andere Farben und damit seine Augenbrauen färbt, das ist nicht Sunna. Das ist also falsch verstanden worden. Also eine andere Art von Kochen darf man nicht Nein, benutzen. Nur in Frauen dürfen es benutzen. Frauen dürfen das benutzen. Frauen dürfen sich schminken für ihre Familie. Sie dürfen benutzen, aber Männer nicht. Für Männer ist das Verweiblichung und Verweiblichung ist verboten. Darf eine Tochter ihren Vater waschen? Wenn Ein der Mann Tochter, ist ein Pflegefall und die Tochter pflegt den Vater, der, darf sie ihn waschen? ja, darf sie waschen, wenn der Vater ist jemand, der gelähmt im Bett liegt und hat niemanden, auch der Sohn kann waschen und die Tochter kann waschen und andere. Natürlich, beim Waschen soll man die Aura, das heißt die Genitalseite, zubedecken. Soll man nicht alles in splitternackt machen, sondern soll man für, oder halt mit Unterhose sollte der bleiben, damit er dann wäscht. Aber soll nicht die Stelle, was Genitalbereiche sind, darf nicht offen bleiben. Und sie muss auch versuchen, dabei beim Waschen diese Stellen nicht viel zu schauen. Berühren? Berühren darf er zum Waschen. Aber wie gesagt, nur die, wo nur notwendig ist. Das heißt nicht, was nicht notwendig ist, sondern nur was sein muss, um das Unreine, diese Neges, Unreine aufzubeheben. Wo betet sie, Richtung Rom oder wie? Du meinst, wegen Verschönerung der Moschee, die haben ein bisschen, ein paar Grad haben sie die Kribbler gedreht. Diese Sache, wie viel, ja, 45 Grad? Nein, kann nicht sein. So, so viel kann nicht sein. Gut, deine Aufgabe ist, dort trotzdem Nasiha zu machen. Und wenn du alleine betest, betest du richtige Qibla. Oh. Ja, richtige Qibla. Dann bete nicht dort. Warum betest du dort? Wenn, natürlich sollst du vermeiden, wenn die nicht, wenn sie absichtlich, wenn du hast 100% Argumente und Beweise, das Qibla ist anders und ist nicht wenig Unterschied, sondern wie du gesagt hast, Qibla ist dort und die beten so, dann ist das große Unterschied. Das kann nicht sein. Also ich kann mir nicht eine Moschee vorstellen, das so ist, weil letztendlich kein Muslim hat einen bösen Absicht. Du musst das wissen, kein Muslim möchte absichtlich den Islam ein böses was tun. Aber Unwissenheit kann das sein. Deswegen sollst du das ihnen erklären in schöner Art und Weise und mach viel Dua, dass sie das annehmen. Aber dass so viel großer Unterschied ist, ich zweifle. Ich will nicht, ich zweifle nicht an deiner Aussage, sondern dass das solche Muslime vorhanden sind, daran zweifle ich. Deswegen solltest du mit denen reden, aber versuche diese Moschee zu vermeiden. Geh in eine andere Moschee, wo die Qibla richtiger ist und auch Sunna mehr praktiziert wird. Manche Brüder meinen halt, dass der Imam dann die Sünde bekommt, weil er was falsch macht trotzdem, dann ist es keine konsequente Sünde von der ganzen Jemaat, weil es ist das größere Menschen. Die Sünde ist nicht übertragbar. Die Sünde ist nicht übertragbar. Wir sind nicht Christen, sondern wir sind Muslime und jeder ist verantwortlich von seinem Tat. Aber wenn jemand absichtlich eine Sündetür aufmacht und die Leute befolgen ihm in dieser Sündetür, dann wird für ihn auch für jeder, der diese Sünde macht, ihm auch eine Sünde mitgeschrieben.
Aber ob das jetzt der Imam jetzt diese Tür aufgemacht hat, Allah alem. Bitte schön. Ich habe zwei Fragen. Also ja, bitte. Wegen Qibla, wenn man jetzt zum Beispiel, die Erde ist ja rund, und wenn man Richtung Qibla betet, dann kann man eben eigentlich auch um die andere Richtung beten. Dann wäre es ja genauso, also wie ich das genau. Es gibt Länder, bei Neuseeland, in dieser Gegend, da gibt es in der Moschee zwei Qibla. Du kannst so beten oder so beten. Weil die sind genau so, ist die gleiche Distanz. Man soll immer die kürzere Distanz nehmen. Also so ist das. Aber wenn es genau die gleiche Distanz ist, ob von hier lang ist es 1500 und von dort ist 1000 zum Beispiel, gibt es solche Moscheen, da gibt es zwei Qibla. Das heißt, du kannst, wenn du so betest oder so, ist richtig. Genau, immer das Islam, Sunna ist, immer das Nase zum Qibla nehmen. Gott weiß ja, was mit uns passieren wird, was genau wir machen werden, das ist ja alles schon geschrieben. Genau. Und ich wollte fragen, ob man irgendwie sein Schicksal auch irgendwie selber lenken kann, oder, also, das ist vielleicht eine komplizierte Frage. Nee, ist nicht kompliziert, ist sehr einfach. Wieso müssen wir dann überhaupt noch das alles durchmachen, also genau, Gott schon alles weiß? Diese Aussage, oder die Leute, die Allah in der Anbetung nicht machen, begründen mit dieser Argumentation. Die sagen, hätte Allah gewollt, dann wären wir Gläubige, dann hätten wir mit euch gebetet, aber Allah wollte nicht, dass ich bete. Wir sagen zu denen, logische Antwort, heute, Allah möchte nicht, dass du schlafen sollst. Schlaf nicht. Also Allah wollte nicht, dass du schläfst, aber dann wirst du das nicht akzeptieren. Wenn du was kaufst, du hast Geld, du willst was kaufen, hier ist ein, zwei Produkte zur Wahl, eine ist gut und schlecht. Wir geben dir das Schlechte. Wir sagen, hey, nimm das Schlechte. Allah wollte, dass du den Schlechten nimmst. Dann sagst du, hey, Moment, wieso? Ich habe doch mein Geld und meine Entscheidung. Das heißt, Allah hat den Menschen in jeder Sache ein Entscheidungsrecht gegeben. Aber Allah wusste vorher schon, was der Mensch entscheiden wird und wie er sich zu verhalten hat. Aber letztendlich ist das nicht das Argument, dass jemand zu Allah fragen kann, du wusstest uns ja sowieso, was ich machen werde. Wieso hast du mich erschaffen? Allah sagt, er wird nicht gefragt. Aber wir werden gefragt. Und es gibt eine Realität. Wenn ich jetzt dir dich kneifen würde, so ganz stark, würde dir das wehtun? Das ist Realität, es tut weh. Dein Puls schlägt oder schlägt nicht. Das ist die Realität. Mein Puls schlägt, ich habe Atemzüge und am Ende werde ich über meinen Aufenthalt in dieser Welt gefragt. Deswegen hat es keinen Nutzen, über Allah abzurechnen. Weil Allah kann keine abrechnen, aber er wird mit uns abrechnen. Die Frage wurde mir oft gestellt, deswegen sagst du in dem Sinne, das heißt, Allah sagt uns im Koran schon Bescheid, dass er wird nicht zur Rechenschaft gezogen. Aber wir werden zur Rechenschaft gezogen, das heißt, wir leben und wir werden sterben. Und mein Puls schlägt und den kann keiner ändern. Und keiner kann die Sonne stoppen. Und diese Nachrichten, was uns gekommen ist, über die Strafe, über die Belohnung, ist die Wahrheit. Und die Wissenschaft und die Logik stimmt überein. Was Koran vor 1000 Jahren gesagt hat, hat heutige moderne Wissenschaft mit ganz hohen Technik, mit detaillierten Wissenschaften, haben sie das bewiesen. Deswegen kann nicht sein, was Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mit dem, was er gekommen ist, dass das Zufall ist. Alle Gelehrten sagen, zum Beispiel Nuklearphysik, diese Wissenschaft gibt es seit 40, 50 Jahren, Nuklearphysik. Vorher gab es diese Wissenschaft gar nicht. Das heißt, und wenn der Islam in Suratul Fussilat, Vers Nummer 11, detailliert erklärt in der Nuklearphysik, und dann sagst du, dass ein Professor, der in dieser Sache Forschungen macht, ist das Zufall? Der sagt, das ist nicht Zufall. Warum? Weil Zufall kann nicht detailliert beschreiben. Du kannst sagen, zum Beispiel, dass jemand hier reinkommen wird, ein Mann wird hier reinkommen. Verstehst du? Das kann passieren. Aber du beschreibst seine Haarfarbe, seine Größe, seine Kilo, seine Herkunft und wie viel er Geld in seiner Tasche hat. Alles, das kann nicht Zufall sein. Wieso? Weil er hat detailliert beschrieben. Und diese Detail ist der Beweis, dass der Koran Gottes Wort ist, von Allah Azza wa Jalla kommt. Und das ist ein Beispiel, oder ein Steißbein. Kennst du Steißbein?
Steißbein ist die letzte Knochen an der Wirbelsäule. Dieses Steißbein hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, was in Hadith ist, dass die Menschen wurden von ihm erschaffen. Und erst 1936 wurde das als der Organisator genannt, Nobelpreisträger, ein Professor hat das, erst 1936 erfunden, dass alles der menschliche Körper, die Organe, die innere Organe und die äußeren Organe, alles von diesem Steißbein abstammen. Und der Prophet erklärt das ganz detailliert. Und sie haben diesen Steißbein genommen und in Feuer reingetan. Hunderte Grad von Feuer erhitzt und zum Blut gebracht und danach rausgenommen wieder und wieder getestet, und er gibt immer noch, kann zum Zellen entstehen. Das heißt, das sind Argumente, wissenschaftliche. Und wenn man diesem Professor dann sagt, über diese Nachricht, sie haben Islam angenommen oder waren so fasziniert von der Aussage von Muhammad, die selber dann gesagt haben, das kann nicht ein Mensch damaligen Zeiten und Möglichkeiten zu wissen, ist unmöglich. Noch dazu in der Wüste, mit Analphabeten, sitzt mit Analphabeten und erklärt so detailliert, unmöglich. Deswegen gibt es nicht hunderte, sondern tausende Beweise, dass der Koran und die Aussage des Gesandten die einzige Religion ist, das auch wissenschaftlich übereinstimmend ist und keine Widerspruch gibt. Wenn Allah Azzawajal über die schweren Wolken erzählt und dann den Hagel und nach dem Hagel der Blitz, wurde erst jetzt festgestellt, dass der Blitz entsteht durch Hagel und nicht vorher. Das heißt, all das, wenn der Koran so detailliert erklärt, dann muss man sich fragen, wenn das die Wahrheit ist, warum beschäftige ich mich mit Abrechnung mit Allah, sondern er wird mit mir abrechnen. Dann muss ich doch einfach zuhören. Der Klugere ist derjenige, der gehorcht und nicht widersetzt. Deswegen habe ich euch gesagt, zu einem Atheisten, diesem Mann, liest Suratul Rafil, das ist Vers Sura 41, glaube ich. Das ist ja genau, 41. Sura ist das. Erste Vers bis 5, lies ihm das. Wenn er wirklich diese Zweifel hat, lies ihm nur diese Sache und du wirst die Antwort, also genau über Qadr, erzählt Allah Azzawajal, klar und deutlich. Sura 41, nach Reihenfolge 41, Vers Nummer 1 bis 5, bis 6 kannst du lesen. Okay, Barakallahu. Letzte Frage. Ich habe nur eine letzte Frage. Aber der wollte. Du hast geschmuggelt. Dann sag deine Frage. Du hast vorgedrängt, aber egal, kein Problem. Nehmen wir euch beide. Ich bin jetzt kein Araber und ich bin Türke, aber ich habe auch gelesen, Arabisch Koran zu lesen. Und wenn ich Koran lese, ich verstehe ja nicht, was da drin steht. Ich lese es nur so. Um es zu verstehen, muss ich jetzt Türkische lesen. Aber ich rede zum Beispiel von meinen Kumpels, wenn ich Muslim bin, ich fahre nur voll auf zu mir. Du liest es gerade, aber für was? Du verstehst gar nicht mal. Das ist Arabisch oder Türkisch, meinst du jetzt? Arabisch, Arabisch, weil ich kann zwar lesen, aber ich verstehe es nicht. Dann gut. Wo liegt die Logik? Warum liest es überhaupt? Dann mal, warum müssen wir Koran lesen? Allah Azza wa Jalla verlangt von uns, dass wir den Koran sollen darüber nachdenken. Über die Verse sollen wir damit wir über die Verse nachdenken. Das ist das Ziel vom Koran kennen. Was nützt dir? Du hast Aspirin und du bist schwer krank und du liest immer die Beilage, diese Zettel, wie heißt das? Packungsbeilage, genau. Aber du verwendest diesen Aspirin nicht. Wirst du deine Schmerzen los? Wirst du nicht los. Das heißt, Aspirin wird dir Nutzen haben, wenn du den einnimmst, aber nicht nur den Packungsbeilage liest. Du liest immer 10-mal Packungsbeilage und du verschönerst ihn in einem Rahmen, so wirst du deine Kopfschmerzen nicht los. Genauso Koran Kerim ist natürlich große Belohnung, wenn man rezitiert, das Anschauen Koran, das Rezitieren ist Belohnung, aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, du sollst das anwenden, praktizieren. Weil Allah Azzawajal sagt in Surah Taha, wir haben dir den Koran offenbart, damit du nicht unglücklich bist. Das heißt, du sollst glücklich sein mit diesem Koran. Das heißt, wenn du das anwendest, wirst du glücklich. Aber wenn du es nicht anwendest und du liest und liest, dann hat das auch keinen Sinn. Aber Ziel ist, und das ist auch Taktik von Satan, der sagt uns, liest, aber denke nicht darüber, praktiziere nicht. Und das ist falsch. Wir lesen den Koran, weil es hat Belohnung, aber das erste Schritt ist, wir müssen es verstehen und uns danach auch halten. Ja? Deine Frage, Bruder. Ich wollte wissen, wie viele sagen, dass die Propheten nur mehr auch heiraten dürfen. Wie bitte? Die Propheten dürfen mehr als heiraten. Und wir nicht? Weil unsere Prophet hat dann verboten, dass der Ali ist, den ich heiraten dürfte.
Nicht nur einmal dazu.